kommen wir zu meiner Schande. Den ganzen ungelesenen Manga-Bänden. Ich drehe das mal ein bisschen, wenn das passt. Hier sind wieder meine Figuren im Weg. Ich fange mal mit dem Stapel an. Das hier ist der, Mist, das eine ist verkehrt rum. Verdammt, Moment. So, jetzt. Das ist der Stapel mit den, ja, eigentlich sind das alles Shonen-Sachen. Das andere ist mein Boys Love-Stapel, der hier. Ja, also hier unten ist Black Butler. Die anderen Bände, die ich auch noch habe, also 6 bis 9, genau, 5 liegt hier auf meinem auf meinem Nachttisch, habe ich ja eben gezeigt. Und das sind dann die anderen, die ich noch zu lesen habe, die ich bereits besitze. Dann habe ich mir Devils and Realists gekauft. Ich weiß gar nicht warum. Ich wollte mir irgendeinen Manga kaufen und ich wollte den schon länger mal lesen. Das war auch einer dieser Mangas bzw. Animes, wo ich gesagt habe, so ja, ich würde das voll gern haben und voll gern lesen. Und irgendwie gab es eine Woche später dann dazu, so gefühlt, ein Anime. Und ich dachte mir so, weil ich was lesen wollte, halt, wo es noch kein Anime zu gibt. Und irgendwie funktioniert das aber nicht. Ich hatte das auch bei Codebreaker und bei... was war das andere? Karneval, genau. Da hatte ich das auch. Dass dann eine Woche später dazu auf einmal ein Anime kam und ich dachte mir so, warum? Ich wollte doch was lesen, wo es kein Anime zu gibt. Ja, den Anime davon habe ich auch noch nicht gelesen, aber gelesen, gesehen. Dann habe ich hier die ersten zwei Bände von Ovari no Seraph oder Seraph of the End. Was ich ja auch sehr gerne mag. Sind ja auch mit meine liebsten OTPs und ich mag einfach alles daran. Und deswegen musste ich mir natürlich auch die Mangas holen. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, die zu lesen, wie man sieht. Den einen habe ich von der Dokumi und den anderen aus Hamburg, aus dem Buchladen. Und weil ich das zufällig gesehen habe, dass es den zweiten davon schon gab. Und dann musste ich den natürlich sofort mitnehmen und ja... Genau, ich dachte gerade, hier liegen Band 2 und 8 und war verwirrt. Ja, hier sind noch die anderen zwei, die Gaiman-Teile. So, jetzt musste ich den Akku wechseln, irgendwas ist immer. Ja, ich dachte gerade, das wäre 2 und 8. Aber nee, das ist 7 und 8 von die Gaiman. Die zwei Bände hatte ich mir auch nochmal irgendwann geholt und immer noch nicht gelesen. Yay! Und ich muss auch, was gibt's jetzt, die Gaiman Hollow? Anscheinend schon eine Weile, irgendwie habe ich das nicht so richtig mitbekommen. Ja. Müsste ich dann auch gucken irgendwann. Aber vielleicht lese ich dann auch erstmal den Manga, bis ich irgendwie dahin bin, bis dahin bin oder so. Ich weiß auch gar nicht, was es genau ist. Keine Ahnung. Sehe ich dann. Ja. Dann habe ich mir Bakuman ja gekauft auf der Konichi. Wenn ihr den in meinem Video davor, also mein anderes Nekonite-Video vorher gesehen habt, dann wisst ihr das. Und ja, das war halt so ein Manga, wo ich mir so dachte, so ja, ich will das irgendwann mal lesen. Das klingt ganz cool und so. Und wo ich mir auch den Anime irgendwann mal anschauen möchte. Und ja, das gab es dann halt beim Bring and Buy und dann dachte ich so, ja gut, für das Geld nehme ich die halt einfach mit und konnte nicht widerstehen und deswegen sind es schon wieder mehr Mangas geworden, die ich noch lesen muss. Ja, dann ist hier oben noch Resist Destiny und das hatte ich mal auf Amazon gesehen und mir auch so gesagt, so ja, ich könnte mir das irgendwann mal holen, das klingt ganz cool und dann gab es das halt auch auf der Konichi beim Bring and Buy, also ich kann da nichts für, wenn es die dann so billig gibt, dann denke ich mir so, so billig kriege ich die nie wieder und... Dann muss ich die halt kaufen. Hier habe ich die ersten drei Bände von Number 6, wo ich zwei von... Zwei? Ja, auf jeden Fall hatte ich einen Teil davon mal geschenkt bekommen und dann noch von einem Gutschein was gekauft, weil ich was umgetauscht habe und ja, auch immer noch nicht gelesen. Aber ich habe den Anime gesehen, vor Ewigkeiten. Und das war so richtig lustig eigentlich, weil ich hatte auf Tumblr Bilder davon gesehen, also GIFs. Halt so, was ist das für ein Anime, ich muss das gucken. Und dann habe ich es irgendwie rausgefunden und dann habe ich es geguckt und mich voll gefreut und... Ja, jetzt habe ich den Manga immer noch nicht angefangen zu lesen, aber egal. Ich habe ihn, ich kann ihn lesen. So, dann habe ich hier noch irgendwie so einen russischen Band, glaube ich, keine Ahnung. Ganz in Swords. Genau, Novaki irgendwas ist die Zeichnerin. Das ist so voll zerfleddert. Habe ich aus so einem, ja, aus so einem kleinen Shop. Ich fand das ganz interessant. Da habe ich mir das mal mitgenommen. Ist auch irgendwie der erste Teil. Keine Ahnung, ob ich davon jemals den zweiten finden werde, aber ich habe es immer noch nicht gelesen, aber ich habe das ganz billig bekommen. So. Jetzt sind hier meine Boys Love Sachen, die ich noch nicht gelesen habe. Ganz unten hier die Calling-Reihe, also Calling Nowhere und Eden. Und das ist auch von der oben schon Mann ohne Liebe und ich habe vergessen, wie das andere hieß. Vanilla Star, glaube ich, war. Halt auch wieder mit diesem erwachseneren Zeichenstil und ja, keine Teenager-Jungs meistens und ja, das ist ganz cool. Dann ist hier der vierte Band von Hockey Homo.
ja, den ich halt noch lesen muss. Und ich habe gehört, das ist der vorletzte. Es gibt, glaube ich, nur noch den fünften. Zumindest stand das, was heißt gehört, ich habe es gelesen, stand am Ende vom dritten drin. Bin ich mal gespannt, weil ich die Geschichte sehr gerne mag. Und dann habe ich hier Bloody Mary, heißt es, glaube ich. Und ich habe herausgefunden, dass es auf jeden Fall schon ein Ei ist. Ich war nämlich immer so, als ich das im Laden gesehen habe, so, ja, sieht voll interessant aus, aber das ist kein Shonen Ai oder kein Yaoi und dann kann ich das nicht lesen. Also was heißt, dann kann ich das nicht lesen, aber dann hatte ich halt nicht so mega das Bedürfnis, das zu kaufen. Aber dann habe ich mal irgendwie rausgefunden, dass es doch so ein bisschen mehr in die Richtung Boys Love geht und weil das auch bei den Boys Love Sachen stand und ich mich so ein bisschen darüber gewundert hatte. Ja, und dann musste ich mir das doch kaufen, weil ich meine Vampire. Ich habe einfach eine Schwäche für Vampire. Deswegen finde ich Ovari no Seraph ja auch so toll. Dann ist hier oben Capital of Flowers, was ja auch von der, hier sieht man es, von der Mangaka ist, man kann es nicht sehen, weil es nicht fokussiert, von der Mangaka ist, die Ten Count gemacht hat und, wie heißt das, The Flower, irgendwas, ach, noch so eine andere kleine Reihe, die ich in Bremen habe, habe ich bestimmt auch bei meiner Room schon mal vorgestellt, also vielleicht erinnert ihr euch. Ja, dann ist hier oben noch Best Ending. Das war der, den ich mir mit dem anderen, wo es nur um Sex geht, gekauft habe, wo kein Sex drin vorkommt, weswegen ich dann so ein bisschen traurig war. Aber sieht nach einer süßen Idee aus und so und so ein bisschen mit Gaming und so. Ja. Und da drüben ist noch was, das ich mir auf der Kolichi gekauft habe im Bring and Buy. Und zwar Lieber Lehrer. Und ja, da fand ich es besonders cool, weil die Charaktere, das eine ist halt ein Lehrer und das andere ist, glaube ich, der Schüler von dem. Die erinnern mich so ein bisschen an meine einen Charaktere in meiner einen eigenen Geschichte. Und es ist so, ich glaube, der Ältere ist da der Uke und das finde ich ganz interessant. Ja, und hier oben ist dann noch Zocker, was ich auch noch nicht gelesen habe, wo ich nicht so wirklich einen Plan habe, worum es da genau geht und das fokussiert gerade nicht. Ja, von der deutschen Mangaka und wurde mir empfohlen. Und deswegen muss ich das lesen. Geht es auch irgendwie um Zocker halt, also um Gaming wieder so ein bisschen. Und ich bin ganz gespannt, was das so sein wird. So, jetzt kennt ihr meine Schande an ungelesenen Mangas und meine Mangas, die ich schon gelesen habe und hier in Frankfurt habe. Ich habe ja auch ein paar noch in Bremen. Und ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Vielleicht hat euch das irgendwie Inspiration gebracht. Vielleicht wollt ihr jetzt auch mal irgendwas davon lesen. Ich habe jetzt so ein bisschen gesagt, was davon gut ist und was nicht so gut ist. Ich hatte gerade Angst, dass ich das Mikrofon vielleicht zuhalte. Es tut mir leid, falls dem so ist. Ja, ihr könnt mir ja mal vielleicht in die Kommentare schreiben, was ihr so für Mangas schon gelesen habt und ob euer Stapel an ungelesenen Mangas auch am Wachsen ist oder am Schrumpfen oder ob ihr eher die Sachen kauft ja, und sie dann halt gleich lest oder so. Würde mich mal interessieren und demnächst könnte ich euch dann mal meine Bücher hier vorstellen, aber ich habe tatsächlich nicht so viele, weil ich die meisten in Bremen gelassen habe. Aber ich habe ein paar und auch ein paar ungelesene tatsächlich. Die sind ein Regal tiefer, deswegen habe ich da gerade so hingeguckt. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.